Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen sonnigen guten Morgen. Ihr merkt es alle, die Temperaturen werden mehr, die Beinkleider werden kürzer. Ich darf euch begrüßen heute Morgen, die ihr meine Beine ertragen müsst, und euch zu Hause. Ihr habt Glück, ihr müsst sie nicht sehen, die vom Livestream aus zugucken. Schön, dass ihr den Weg heute Morgen hierhin gefunden habt. Schön, dass ihr von zu Hause aus zuguckt. Wir wollen heute sonnige Sachen auch mitnehmen in Lied, in dem, was Matze für uns vorbereitet hat. Es wird um Nehemia gehen, das weiß ich schon im Voraus. Und ein prägender Satz in dem, was Matze uns schon vorher mitgegeben hat, ist, dass es darum geht, Gottes Plan oder für Gottes Plan auch Krisen in Kauf zu nehmen und vor allen Dingen Verantwortung zu übernehmen. Je länger ich über diesen Satz nachgedacht habe, desto herausfordernder war das, was jetzt heute wahrscheinlich für mich kommt. Ich will überhaupt keinen Druck aufbauen, aber ich freue mich, Matze, auf das, was du für uns bereithältst. Bevor wir jetzt gleich tatkräftig mit lauter Stimme auch Gott im Gebet bzw. im Gesang loben wollen, möchte ich euch bitten, wenn es möglich ist, dazu aufzustehen, damit wir diese Stunde unter seinen Segen stellen. Ja, himmlischer Vater, wir sind auch heute Morgen wieder hier zusammen, um Gemeinschaft zu haben untereinander, um uns zu sehen und uns gegenseitig einfach auch zu tragen durch all das, was uns im Alltag, im Leben beschäftigt. Aber wir sind heute Morgen auch hier, um unsere Herzen zu öffnen für das, was du für uns bereithältst. Denn egal ob jung, egal ob alt, dein Wort ist immer wieder aktuell für uns und dein Wort ist unerschöpflich in dem, was wir daraus nehmen können für unser Leben. Und so bitten wir dich jetzt um deinen Segen, dass du diese Stunde ja mitten unter uns bist, so wie du es in deinem Wort verheißen hast. Und wir bitten dich um deinen Segen für all das, was wir heute hören dürfen und für all das vor allen Dingen, was wir mit in unserem Herzen mitnehmen dürfen in den Alltag. Danke, dass du uns liebst, so wie wir sind und dass du immer bei uns sein möchtest. Amen. Thank you.
allein, denn nur dich will ich anbeten. Alles Lob gebührt nur dir allein. Dich, oh Herr, will ich anbeten. All mein Lob gebe ich dir allein, denn nur dich will ich anbeten. Alles Lob gebührt nur dir allein. Vielen lieben Dank schon mal dafür. Bevor es jetzt gleich zur Predigt geht, möchte ich gerne noch den Bibeltext vorlesen zur heutigen Predigt. Und der steht, wie schon eingangs gesagt, in Nehemia. Und zwar in Nehemia 1 und ich lese aus der Schlachterbibel. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev, im 20. Jahr, dass ich in Susan in der Königsburg war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda, und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach: Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten, lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete, Tag und Nacht, für die Kinder Israels, deine Knechte, und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, indem du sprachst: Wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen werden, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft, durch deine mächtige Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Ihr dürft sitzen bleiben, ich möchte gerne noch für Matze beten und dann dürfen wir auf das Wort hören. Ja, himmlischer Vater, auch jetzt haben wir einen Knecht von dir hier neben uns und ich danke dir für Matze, dass du ihn ausgerüstet hast mit dem, was ihm auf dem Herz lag oder was du ihm aufs Herz gelegt hast. Wir wissen um dein Wort und wir wissen darum, dass ja, wir uns freuen dürfen auf die Menschen, die sich ja jede Woche aufs Neue vorbereiten und von dir ausgerüstet werden. Und so bitten wir dich jetzt um deinen Segen für die kommende Zeit, die nun vor uns liegt. Bitten dich für Matze, dass du ihn ruhig machst und dass du ihm einfach die
Leichtigkeit schenkst, das weiterzugeben, was du für uns bereithältst. Danke dafür. Amen. Gottes Segen. Vielen Dank. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Kommt es dir nicht auch im Moment manchmal so vor, als ob die Welt aus den Fugen geraten ist? In meinem Herzen keimt oftmals der Gedanke auf, hat Gott überhaupt noch die Kontrolle über diese Welt, über diese Dinge, die im Moment passieren? Und es kann Angst, Furcht, Sorge in den Herzen aufkommen. Und ich möchte euch heute Morgen anfangen, von einem Buch zu berichten, das mich schon mehrere Jahre begleitet. Dieses Buch hatte und hat mir in meinem Leben extrem viel zu sagen. Warum? Weil dieses Buch mich immer wieder dorthin hinweist, darauf hinweist, worauf es wirklich ankommt, was im Leben wirklich zählt. Maggie hat bereits das erste Kapitel vorgelesen. Und die Person Nehemia ist für mich zu einem riesigen Vorbild geworden. Ich finde es zum Beispiel sehr bemerkenswert, wie sich Nehemia in schwierigen Zeiten verhält. Ich finde es faszinierend, wie er es schafft, den Fokus nicht zu verlieren und immer wieder strategisch und persönlich sich selbst und das ganze Volk auf Gott hinweist. Ich würde sagen, es lohnt sich, sich mit diesem Buch auseinanderzusetzen, sich mit diesem Buch zu beschäftigen. Und ich möchte euch Mut machen, mich mit auf diese Abenteuerreise, nenne ich es mal, zu begleiten. Und wenn ihr Zeit habt oder wenn ihr euch die Zeit nehmen wollt, nutzt die Zeit einmal zu Hause und lest dieses Buch ein oder vielleicht sogar mehrfach zu Hause durch. Denn ich glaube, dass Gott uns in diesem Buch einen riesigen Schatz zur Verfügung stellt. Und er sagt uns, liebe Gemeinde in Haiger-Seelbach, lieber Matthias, es lohnt sich, diesen Schatz zu bergen. Und spannend finde ich auch, dass das Buch Esra und das Buch Nehemia ursprünglich ein Buch waren. Später wurden die getrennt. Und das Buch Nehemia, das besteht hauptsächlich aus Tagebucheinträgen von dieser Person Nehemia. Deswegen lesen wir häufig aus der ersten Person. Und die Mehrheit der christlichen jüdischen Überlieferungen sind sich einig, dass Esra das geschrieben hat. Und Esra zitiert quasi immer wieder aus der ersten Person, aus diesen Tagebüchern von Nehemia. Aber lasst mich zu Beginn einmal ganz kurz etwas zu dem geschichtlichen Überblick dieses Buches sagen oder wo wir uns gerade befinden, damit wir uns auch zurechtfinden. Die Ereignisse hier im Kapitel 1 beginnen ab ca. 445 vor Christus. Und zu der Zeit Nehemias herrscht der König Artaxerxes oder Artasasta von Persien über die ganze damalige Welt, über den Nahen Osten. Das war ein Weltreich. Und in der Vergangenheit war das so, dass das Volk Israel ungehorsam wurde gegenüber Gott. Und Gott übte Gericht. Und Gott hatte das angekündigt. Und ganz getreu seiner Verheißung benutzt Gott jetzt die Assyrer und die Babylonier. Und die kommen nach Israel und verschleppen sie. Das kann man in 2. Könige 17 nachlesen. Und die 10 Stämme des Nordreiches werden jetzt verschleppt und zerstreut über die ganze Welt. Mehr als ein Jahrhundert später, ca. 605 bis 586 vor Christus, bedient sich jetzt Gott die Babylonier, die jetzt Jerusalem, Israel in Schutt und Asche legen. Sie entvölkern nahezu alle Juden, weil sie untreu waren. Und Gott übt jetzt Gericht 70 Jahre lang, dass Israel in der Gefangenschaft in Babylon sein musste. Und während dieser Gefangenschaft wechselt jetzt die Herrschaft von Babylon zu Persien. Also die Perser sind jetzt an der Macht. Und vorweg sollte man wissen, dass es drei große Rückkehrwellen gab, um Israel irgendwie wieder aufzubauen oder wieder zurück in das Land zu kommen. Die erste Rückkehr passierte unter Zerubabel und Joshua, kann man in Esra 1 bis 6 nachlesen. Die zweite Welle unter Esra in Esra 7 bis 10. Und wir stehen jetzt kurz vor der dritten Welle, die zurückkehren will nach Israel, unter Nehemia.
Also Persien beherrscht den ganzen Vorderen Orient. Und spannend ist auch, dass die Stiefmutter von diesem Artaxerxes die Königin Esther war, die sicherlich auch, was wir wahrscheinlich im Laufe der Zeit noch sehen werden, einen guten Einfluss haben musste auf diesen König und ihm auch gezeigt hat, dass das Volk Israel gar nicht so schlimm ist, wie das immer dargestellt wurde. Aber das nur ganz kurz zur geschichtlichen Einordnung zum Buch Nehemia. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, wie Jerusalem aussieht, wie der Ist-Zustand aussieht. In den Kapiteln weiter werden wir sehen, dass es sich in Jerusalem immer wieder um eine Baustelle handelt. Wir erinnern uns zurück an unsere Baustelle hier. Diese Stadt Jerusalem sah bei weitem nicht so aus wie hier. Jerusalem war ein Trümmerhaufen. Jerusalem, eine Prachtstadt, das war mal. Eine große Kulisse mit prachtvollem Tempel, mit Königspalast, das liegt lange Jahre zurück. Von der Zeit König Davids sind wir jetzt ein gutes halbes Jahrtausend entfernt. Das jüdische Volk ausgeplündert, ihre Heimat beraubt, nur ein kümmerlicher Rest ist dort geblieben. Und im Laufe der Zeit, habe ich ja eben gesagt, kamen immer wieder Menschen und siedelten sich so im Umland an. Wenn man diese Stadt betrachten würde, dann macht diese Stadt einen erbärmlichen Eindruck, einen hilflosen, einen wehrlosen Eindruck, denn die Stadtmauern sind kaputt. Und jetzt bekommt Nehemia Besuch, ich lese noch einmal Vers 3. Und sie sprachen zu mir: Die Übriggebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern der Stadt Jerusalem sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Jetzt kommen hier jüdische Brüder von Nehemia, der Bruder Hanani wird hier vorgestellt, und Nehemia erfährt, wie es dort aussieht. Und wir müssen uns diesen Kontrast vorstellen. Nehemia befindet sich, als er das erfährt, in einem komfortablen Umfeld. Er befindet sich ca. 1300 Kilometer weiter weg, dort in Susa. Man könnte sagen, der Winterresidenz der persischen Könige. Und hier hat Nehemia ein wunderbares Leben. Er ist Mundschenk des Königs. Er hat eine herausragende Situation dort am Hof. Er hat eine super Stellung. Und jetzt kommen diese Juden und erzählen diesem Nehemia, wie seine Heimatstadt, seine Stadt, an die er glaubt, wo Gott Wunder getan hatte. Und ich finde es total spannend, was jetzt passiert. Vielleicht war er gerade am Arbeiten und jetzt bekommt er diese Nachricht. Und diese Nachricht, liebe Gemeinde, die trifft diese Person Nehemia mitten ins Herz. Diese Nachricht lässt ihn nicht kalt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Als ich diesen Satz hörte, musste ich an uns denken. Ich musste an unser christliches Abendland denken. Ich musste an unsere Nation denken. An unser Volk. Wie hätten wir, wenn wir so etwas gehört hätten, auf diese Frage oder auf diese Erzählung reagiert? Anders, wie haben wir reagiert? Wie stehen wir zum Beispiel zu gewissen Einstellungen von manchen Politikern in unserer heutigen Zeit? Ich erinnerte mich an den 8.12.2021, wo unsere neu gewählte Regierung, wo 8 Personen ganz bewusst gesagt haben: So wahr mir Gott helfe, diesen Satz lasse ich weg. Ich habe das so interpretiert, ich brauche das nicht. Ich schaffe es alleine. Und was macht das mit uns, wenn wir das hören? Berührt mich, berührt dich das noch? Wie wichtig ist es dir und mir, dass unser Land für christliche, für göttliche Werte einsteht? Aber nicht nur das, gehen wir einen Schritt weiter. Wie stehen wir zum Land Hessen, zum Bundesland? Schauen wir ein Stück weiter, schauen wir auf unser Dorf. Schauen wir auf unsere Gemeinde hier am Ort, hier in Heigerselbach. Und nicht zuletzt schauen wir in unser eigenes Herz.
Wie gehen wir damit um? Was macht das mit uns? Was macht das mit mir? Und das ist der Punkt zu Beginn. Wie wichtig ist dir und mir, dass die Gemeinde Jesu Christi in der Welt stark gemacht wird? Wie wichtig ist es uns, dass hier am Ort Gott verkündigt wird? Der Herbert hat das eben im Gebet angekündigt. Dass von unserer Gemeinde etwas ausgeht, wo göttliche Kraft sichtbar wird. Und wie setzen wir uns dafür ein? Mit Worten? Mit Taten? Nehemia fuhr es mitten durchs Herz. Ich lese es nochmal. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Hier wird ganz deutlich, welche Herzenshaltung dieses Vorbild Nehemia hat. Und ich glaube, dass dieses Buch eine wunderbare Chance ist, zu verstehen, wie Gott Geschichte lenken kann und lenken möchte. Es fuhr Nehemia durchs Herz. Und das führt ihn dazu, dass Nehemia jetzt eine Sache macht, die wir in unserer heutigen Zeit manchmal vergessen. Nehemia wird komplett ehrlich. Er schüttet sein Herz vor Gott aus. Und Gott rührt sein Gewissen an. Und dazu müssen wir wissen, dass in der Vergangenheit Menschen versucht haben, immer wieder zurück nach Jerusalem zu gehen und auch versucht haben, die Stadtmauer wieder aufzubauen. Und jedes Mal ist das gescheitert. Und ich habe mir die Frage gestellt, heutzutage haben wir keine Stadtmauer mehr. Warum ist eine Stadtmauer überhaupt so wichtig? Die Stadtmauer steht logischerweise für Sicherheit. Es wird aufgepasst, wer hinein darf in die Stadt und wer raus darf. Die Stadtmauer ist wichtig für die Stabilisierung einer Stadt. Sie war ein Symbol für den Wiederaufbau. Und sie war ein Symbol für die Zukunft dieser Stadt oder die Zukunft dieses Landes. Und natürlich versuchen das die Besatzer niederzumachen, das nicht aufkommen zu lassen. Offensichtlich war auch kurz vor unserem Erlebnis hier mit Nehemia ein Brief an den persischen König gelangt, wo von einem Putsch die Rede war. Also nochmal, wichtig zu verstehen, Nehemia wird angerührt von Gott. Und trotzdem befindet er sich in einer Zwickmühle. Einerseits diese hohe Stellung vor diesem hohen König. Er möchte sich diese Beziehung nicht kaputt machen. Aber ist es wichtiger, was der König sagt oder Gott? Als Nehemia das hört, über diesen Zustand Jerusalems, setzt er sich hin und weint. Jedoch kann ich vorweg sagen, diese Tränen, die Nehemia hier vergießt, sind der Anfang einer wunderbaren Geschichte. Sind der Anfang einer wunderbaren Hoffnungsgeschichte. Warum? Weil Nehemia jetzt anfängt und anfangen möchte, Verantwortung zu tragen. Verantwortung für Gottes Land, Verantwortung für Gottes Stadt, Verantwortung für Gottes Gemeinde. Und mir schien es in der Vorbereitung so, dass diese Worte hier aus 445 vor Christus genauso für uns im Jahr 2022 geschrieben sein könnten. Und ich möchte euch herausfordern, diesen Mann als Vorbild zu nehmen, von ihm zu lernen. Und Nehemia ist sich komplett bewusst, was abgeht. Er ist sich der Tatsache bewusst, dass diese Stadt in Trümmern liegt. Sind wir das auch? Dass wir manchmal denken, unsere Welt liegt in Trümmern? Hält uns das vielleicht davon ab, Verantwortung zu übernehmen? Verantwortung, egal da, wo Gott dich hingestellt hat. Und dieses erste Kapitel, das zeigt uns, wie Nehemia es schafft, Verantwortung zu übernehmen, was die Voraussetzungen für ihn sind, damit er Verantwortung für Gott übernehmen kann. Und das zeigt er hier mit vier Eigenschaften, die ich gleich gerne vorstellen möchte. Und diese erste Eigenschaft, die wir gleich sehen werden, die ist, glaube ich, in unserer westlichen Welt nahezu verloren gegangen. Wir haben die Meinung, es muss uns immer gut gehen. Gott liebt dich und deswegen darf es keine Probleme geben.
Nehemia sieht das anders. Maggi hat es schon angedeutet. Nehemias erste Eigenschaft, das lesen wir auch in Vers 4, war Leidensbereitschaft. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Nehemia setzt sich hin und weint und er trägt Leid ganz bewusst. Was bedeutet Leidensbereitschaft? Ich glaube, in erster Linie bedeutet das, dass ich auch lerne, Not an mich heranzulassen. Es überhaupt zuzulassen, es nicht wegzuwischen. Nehemia hat nicht gesagt, ich lebe 1300 Kilometer weiter. Das interessiert mich gar nicht. Ich bin so weit weg, ich habe genug zu tun. Deswegen ist mir Jerusalem völlig egal. Und wisst ihr was? Das war mir nicht bewusst, das ist mir in der Vorbereitung erst deutlich geworden. Nehemia hatte überhaupt gar keine Erinnerungen an Jerusalem. Nehemia war erst im Exil in der Gefangenschaft geboren. Menschlich gesehen hätte das ihm gleichgültig sein können. Das ist mir so neu aufgegangen. Er hatte gar keinen menschlichen Bezug dazu. Und trotzdem rührt Gott sein Herz an. Es ist ihm nicht egal. Er ist am Boden zerstört und dadurch hilft Gott ihm, neu motiviert zu werden. Und dieses Vorbild Nehemia zeigt, ich lasse die Not an mich heran. Ich bin bereit, ein Opfer zu bringen. Und das werden wir noch sehen. Er ist sogar bereit dazu, seine Karriere aufs Spiel zu setzen. Diese wunderbare Position des Mundschenks. Und wir fragen uns ganz persönlich, wann war ich, und das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen, diese Predigt halte ich in erster Linie zu mir selbst, weil ich viel zu lernen habe. Aber wann waren wir das letzte Mal bereit, allein nur theoretisch Not auf uns oder Leid auf uns zu laden, weil es Gottes Plan war, für unser Land, für unsere Gemeinde, aber auch persönlich, in der Familie oder in unserem eigenen Herzen. Und Nehemia geht jetzt einen Schritt weiter, er war bereit zu leiden und das führt ihn jetzt zu der nächsten Eigenschaft, die so schön deutlich wird. Er war nämlich denn deswegen auch dazu bereit zu beten. Er war gebetsbereit. Nehemia, und das fasziniert mich nahezu am allermeisten, ging alle Probleme mit Gebet an. Und das werden wir sehen. Er fing an zu beten, sobald was schwierig wurde, war er mit Gott im Gespräch. Und bei uns, es gibt den Satz, when you are in trouble, go to the throne before you go to the phone. Wenn du dich in Schwierigkeiten befindest, dann geh zum Thron, bevor du dich ans Telefon hängst und mit deinem besten Freund oder Freundin redest. Sprich mit Gott, sei ehrlich vor ihm. In Schwierigkeiten. Ich hatte vor 2 Wochen eine spannende Religionsstunde mit meiner 10. Klasse. Und die haben mir gesagt, Herr Schmidt, wenn es mir gut geht, dann denke ich nicht an Gott. Das läuft. Und es ist doch eigentlich krass, dass wenn es mir schlecht geht, dass ich erst dann nach Gott frage. Und ich fand das faszinierend, dass sie so viel Selbstreflexion hatten. Und das spiegelte häufig auf mein Herzen wider. Was betet Nehemia jetzt? Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete, Tag und Nacht, für die Kinder Israels, deine Knechte. Das klingt so, als ob Nehemia jetzt Gott daran erinnern möchte, was er zu tun hat. Aber ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, dass Nehemia sich selbst zurückerinnert an das, was Gott versprochen hat. Dass Gott sich für dieses Volk verbürgt hat und dass Nehemia das zur Sprache bringt, um sein Herz auszuschütten. Was sagt er denn weiter ab Vers 6? Mit dem Gebet bekenne ich die Sünde der Kinder Israels, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, indem du sprachst,
Wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Und in diesem Gebet werden drei Dinge von meinem Verständnis her sehr deutlich. Erstens ist sich Nehemia bewusst, dass der Zustand, wo das Volk sich im Moment befindet, ein Gericht Gottes ist. Dass Israel an Gott schuldig geworden war. Sie hatten ganz bewusst Gottes Wege verlassen, ganz bewusst sind sie von seinen Geboten abgewichen und ganz bewusst haben sie sich gegen Gott gestellt. Und Gott schickte darauf ein paar Wege zur Umkehr. Und das Volk Israel war nicht bereit dazu. Und danach schickte Gott dieses Gericht durch die Assyrer und Babylonier. Und wichtig zu verstehen ist jetzt hier, dass die Bibel keinen universalen Tunergehen zusammen predigt. Also, wenn ich etwas Gutes tue, wird mir nur Gutes widerfahren. Oder wenn ich etwas Schlechtes tue, wird mir nur Schlechtes widerfahren. So eine Art Karma-Prinzip. Das macht die Bibel nicht. Es gibt durchaus in der Geschichte leidvolle Führungen von Personen, die treu waren, die treu sind. Und trotzdem liegt auf diesem Wort eine riesige, eine wunderschöne Verheißung. Gott ist bei den Seinen. Und auf der anderen Seite sagt er deutlich auch hier, mit Gott spielt man nicht. Zu dieser Eigenschaft kommt eine weitere, und zwar ist das die Eigenschaft, dass Nehemia bußbereit ist. Buße, ein Wort, das wir wahrscheinlich in unserer heutigen deutschen Sprache kaum mehr verwenden. Buße meint Vergebung. Nehemia ist sich bewusst, dass das Volk Schuld auf sich geladen hat. Er ist sich aber auch bewusst, dass er selbst Schuld hat. Und er sagt, ich stelle mich nicht von oben herab auf dieses Volk und sage, ihr habt falsch gehandelt, sondern was mich so fasziniert ist, dass Nehemia kommt und sich komplett unter dieses Volk stellt. Nehemia sagt, ich nehme mich ganz bewusst mit hinein und möchte Buße tun, ich möchte um Vergebung bitten. Ich möchte nicht von oben herabschauen. Nein, Herr, vergib bitte zuerst mir. Und das finde ich interessant, wie Nehemia hier unterscheidet zwischen der kollektiven Schuld des Volkes und seiner persönlichen Schuld. Denn wir müssen das mal Revue passieren lassen. Als Babylon das Volk Israel verschleppt hatte, da war Nehemia noch gar nicht geboren. Da gab es sie noch gar nicht. Und auch die letzten Jahre in Jerusalem, was da passiert ist, dafür konnte er gar keine Schuld tragen. Aber er weiß, das ist gar nicht wichtig. Er weiß, dass seine eigene Schuld da ist und dass er Vergebung braucht. Er weiß, dass diese Gnade Gottes in seinem Leben unheimlich wichtig ist. Und wie schnell vergesse ich das? Wie schnell kommen wir dorthin, von oben herab zu denken, vielleicht sogar zu beten? Und Nehemia stellt sich ganz bewusst darunter. Wie betest du? Wie bete ich für unsere Familie, für unsere Gemeinde, für unser Land? Mit erhobenem Zeigefinger? Oder stelle ich mich ganz bewusst darunter und sage, Herr, bitte, sei gnädig. Bitte hilf mir. Bitte vergib mir. Und das führt zu dem letzten Punkt in diesem ersten Kapitel. Das führt zu dem Punkt Hoffnung. Bevor er zu diesem Punkt Hoffnung kommt, sagt er im Vers 11, ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf die Gebete deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen. Herr, mein Gott, ich will ganz bewusst deinen Namen fürchten. Nein, Gott, nicht nur ich will, dass das ganze Volk, dass wir deinen Namen fürchten wollen. Wir wollen wieder, dass du an die erste Stelle kommst. Wir wollen, dass du an der ersten Stelle unseres Lebens stehst. Wir möchten dir zu 100% vertrauen.
Gott, bitte erhöre unsere Gebete. Und hier wird es so deutlich, nachdem Nehemia bußbereit ist und um Vergebung gebeten hat, kommt dieser wunderschöne Ausklang, Nehemia ist doch hoffnungsbereit. Trotz dieser Lage, die so ist, wie sie ist, hofft Nehemia. Und wie schnell ist bei mir alles verloren? Wie schnell resigniere ich? Und wisst ihr was? Wie gut ist es doch, dass nicht ich es entscheide. Wie gut ist es doch, dass wir einen Herrn Jesus Christus auf unserer Seite haben, der weiß, wann Schluss ist. Und er sagt, ich bin bei dir. Matthias, das hast du nicht zu entscheiden. Und hier in Vers 9 wird deutlich, warum Nehemia hier hoffnungsbereit ist. Denn Nehemia erinnert sich zurück an diese Verheißung Gottes. Und das ist ein Zitat aus 5. Mose 30, Vers 2, wo Gott sagt, selbst wenn ihr am äußersten Ende der Erde der Himmel sein werdet, aber wenn ihr euch an mich haltet, ich verspreche es euch, ich hole euch zurück. Ihr seid mein Volk, ihr gehört mir. Wenn ihr umkehrt, werde ich bei euch sein. Und diese Hoffnung keimt auf in Nehemias Herz. Und zum Schluss, mit dem Ausblick auf Kapitel 2, bittet er Gott noch, dass er diesen König Artaxerxes gnädig stimmt. Gnädig stimmt, dass der König sich bereit erklärt, sein Volk oder ihn gehen zu lassen, um die Stadtmauern aufzubauen. Und das war, wie ich eben schon sagte, ein riesiger Schritt. Und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Ich habe eine hohe Stellung. Ich bin wohlhabend. Aber Gott, ich merke das, du arbeitest an meinem Herzen. Und er sagt, Gott, wenn es wirklich dein Wille ist, dass ich das tun soll, dann wirst du mir auch helfen. Das hast du versprochen und darauf verlasse ich mich. Du hast versprochen, bei mir zu sein. Und das ist dieser Ausblick, den Nehemia hier gibt. Und diese Einstellung zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben. Und das fasziniert mich, dass er sagt, ich nehme Gott ernst. Und wir werden sehen, Gott schenkt Gelingen. Gott schenkt, dass Nehemia diese Verantwortung aufnehmen kann, dass er helfen kann, an Gottes Werk zu bauen. Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Nehemia ist sich bewusst, wie der Ist-Zustand ist. Er ist sich bewusst, wie sein Herz ausschaut. Er ist sich bewusst, dass er von sich aus wenig, nichts zu bringen hat. Er ist sich auch bewusst, wie die Stadt Jerusalem ausschaut, ohne Schutz, ohne Ehre. Und das lässt ihn nicht kalt. Er betet ehrlich vor seinem Gott und legt ihm ganz bewusst Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vor seinen Thron. Er betet, leidet, fastet und er ist leidensbereit, gebetsbereit, bußbereit und zum Schluss hoffnungsbereit. Er will darauf hoffen und daran glauben, was Gott versprochen hat. Und erlaubt mir noch zum Schluss einmal diese Fragen zu stellen, die wir im Laufe der eben genannten Worte gehört haben. Wie sieht es bei dir aus? Was nehmen wir mit von diesem Vorbild Nehemia? Wie ist der Zustand deines und meines Herzens? Wie ist der Zustand deiner und meiner Stadtmauer, bildlich gesprochen, in unserem Herzen? Was lassen wir hinein? Was lassen wir hinaus? Was darf mein Herz oder was macht mein Herz aus? Wie sieht es aus mit meiner Furcht vor Gott? Bin ich bewusst, wie groß Gott ist, wie viel höher er ist als ich? Gott an erste Stelle zu setzen, ihm alles unterzuordnen. Wie sieht es mit unserer Bereitschaft aus, zu leiden, zu beten, um Vergebung zu bitten, um Hoffnung aufkeimen zu lassen, nicht nur für uns, liebe Geschwister, sondern auch für das ganze Dorf und unsere ganze Nation. Nehemia wollte diese Aufgabe annehmen. Und auch hier wollen wir die Aufgabe annehmen, die Gott uns vor allem auch in dieser Gemeinde gestellt hat, den Platz, wo wir mitarbeiten können, um Gott zu ehren. Und zum Schluss die Aufforderung oder die Einladung unseres guten Gottes. Wenn du diesen guten Gott, dem Nehemia so vertraut hat, noch nicht kennst,
dann darf ich dich einladen, diesen Gott kennenzulernen, ihm dein Leben zu geben, weil wir merken, mit der Anfangsfrage, hat Gott noch die Kontrolle? Nehemia würde ganz klar sagen, auf jeden Fall. Unser Gott regiert. Und Nehemia wollte handeln, Gott zur Ehre. Und Nehemia würde sagen, Gott, dir gebührt alle Ehre, alle Macht und alle Anbetung. Amen. Vielen lieben Dank schon mal. Die Tatsache, dass Nehemia wirklich, wie Matze das gesagt hat, eigentlich vom Zustand Jerusalems gar nichts wusste, weil er gar nicht da war, das ist so krass. Also mir ist das eben nochmal dann durch deine Worte so bewusst geworden, dass er wirklich eigentlich sagen hätte können, hier, ich bin weit weg, mir geht's gut. Aber er hat trotzdem für sich dann gesagt, ich will mein ganzes Leben, das was jetzt vor mir ist, dir widmen, also sich um Gott kümmern. Das nächste Lied oder das, was wir jetzt zusammen singen wollen, ich mag das sehr. Das ist für mich eigentlich wirklich ein Gebet. Und wenn ich denke, den Text, wenn man den dann auch noch liest, dann sollte man sich den wirklich bewusst machen. Was singe ich da jetzt? Schaffe ich das? Ich schaffe das leider nicht so oft. Aber dennoch will ich euch ermutigen, nehmt es mit, fühlt es und bringt es vor Gott, so wie ihr es jetzt lest und singen dürft.
Vielen lieben Dank schon mal für euren Beitrag. War wie immer schön. Wir werden jetzt weitermachen mit den Abkündigungen bzw. Ankündigungen für die kommende Woche. Aber bevor wir damit weitermachen, haben wir auch diese Woche wieder ein Team der Woche. Und zwar muss ich euch wirklich sagen, ich erinnere mich sehr, sehr gerne an diese Zeit zurück, als ich in der Jungscha war. Denn die Jungscha ist diese Woche unser Team der Woche. Und während ich jetzt noch so ein bisschen Erinnerung schwelge, bitte ich schon mal die Stella Streit nach vorne, weil die wird uns über das Team ein paar Eindrücke noch weitergeben. Ja, also wir haben sehr viele spannende Sachen immer gemacht und ich weiß, ich bin nach Hause gekommen und bin sehr, sehr glücklich und müde ins Bett gegangen. Mal gucken, was die Stella uns erzählen wird. Bitteschön. Ja. Ich freue mich, dass ich euch heute die Jungscha vorstellen darf. Und zwar, ja, was machen wir in der Jungscha überhaupt? In der Jungscha starten wir immer so erstmal, dass wir mit einer kleinen Andacht starten oder irgendeiner Bibelarbeit, die sich ein Mitarbeiter vorbereitet hat. Und danach gibt es dann Spiele auf verschiedene Art und Weise. Sei es ein Spiel draußen, sei es ein Spiel drin, im Haus, im Wald, überall. Wir haben ganz viel Freude und Spaß dabei. Unser Ziel ist es wirklich, die Gemeinschaft zu haben, Gott und die Bibel, Jesus den Kindern näher zu bringen. Und aber auch vor allem ist es uns wichtig, die Kinder aus dem Dorf hier näher zu haben. Die Kinder Jesus und Gott kennenzulernen, vorzustellen und die Kinder aus dem Dorf zu erreichen. Das ist wirklich auch ein ganz großes Anliegen von uns. Und ja, es ist wirklich toll. Wir haben jetzt am Montag waren 26 Kinder da. Wir machen jetzt wieder mit allen Gruppen zusammen. Das heißt, wir sind Kinder ab der zweiten Klasse, können zu uns in die Jungscha kommen. Genau. Montags von 17.30 Uhr bis 19 Uhr können alle Kinder ab der zweiten Klasse gerne kommen. Bringt Freunde mit, wenn du noch nicht in der Jungscha bist. Es macht echt viel Spaß. Ja, und wir sind ein Team von noch 4 Mitarbeitern. Ich sage extra noch, weil ab Sommer sind wir leider nur noch zu dritt, weil die Mary uns in die Babypause verlässt. Und wir suchen natürlich wie in allen anderen Teams auch nochmal Mitarbeiter. Und ja, aktuell sind wir 3 oder 4 Mitarbeiter, die alle kein Instrument spielen und haben dadurch einmal im Monat die Freude, einen Lobpreis teilhaben zu dürfen, indem ein extra Team kommt, die dann mit uns Musik machen. Vielleicht gibt es ja auch noch jemanden, der sich angesprochen fühlt und sogar noch ein Instrument spielt und sagt, oh, vielleicht gucke ich mir mal die Jungscha an und du kannst uns auch noch unterstützen mit einem Instrument. Da würden wir uns nämlich echt freuen, wenn wir jede Woche auch singen könnten, weil wir sind leider etwas untalentiert, was Instrumente angeht. Genau, also wir suchen gerne noch Mitarbeiter und wenn du jetzt sagst, Mitarbeiter ist vielleicht mir jetzt doch noch eine zu große Aufgabe, wir freuen uns auch über Helfer, die einfach unterstützen, dass man vielleicht mal Spiele anders planen kann mit Stationen, wo dann wirklich jeder Mitarbeiter eine Station übernehmen kann. Ja, wir freuen uns, wenn sich jetzt noch jemand findet und wenn du gerne weitere Infos haben willst, darfst du dich gerne an uns wenden. Also. 26 Kinder, das ist schon segensreich. Ja, vielen Dank euch Vieren für euren Dienst. Und als Tipp, wie gesagt, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie das bei uns war. Ein Instrument spielen heißt nicht, ihr müsst das perfektionieren, weil die Kinder sind sehr dankbar, wenn da Hauptsache Schmackes bei rauskommt. Glaube ich auch hier. Ihr Lieben, wir machen kurz weiter mit den Sachen, die in der kommenden Woche anstehen, beziehungsweise in der vergangenen Woche angestanden sind. Das sind nämlich wie so oft unsere Geburtstage gewesen. Ihr werdet sie jetzt hinter mir an der Wand sehen. Von der Gemeinde alles Gute, Gottes reichen Segen euch, die ihr in der vergangenen Woche Geburtstag habt oder, wenn ich es richtig sehe, sogar den beiden, die heute Geburtstag haben. Herzlichen Glückwunsch, Gottes reichen Segen. Des Weiteren haben wir natürlich auch Termine in der kommenden Woche und die beginnen heute sogar schon. Ich darf nochmals einladen für heute Nachmittag zum Seniorentreff. Wenn noch irgendwer Informationen braucht, kann er sich gerne an Manni wenden, der weiß das. Was heute alles so passiert und ansonsten wünschen wir euch natürlich von der Gemeinde auch eine super schöne Zeit, gute Gemeinschaft bei GGG. Ihr wisst alle noch, was Manni letztes Mal gesagt hat. Freut euch da drauf. Dann wird es weitergehen am Dienstag mit der Krümelkiste. 17. Mai, 10 Uhr. Auch wie immer, haltet euch an diejenigen, die von der Krümelkiste ja, bereit sind für Informationen, wenn ihr was braucht. Donnerstag, kommenden Donnerstag, hat auch der Kevin letzte Woche schon gesagt, sehr wichtig, 19. Mai, 20 Uhr, die Gemeindemitgliederversammlung. Und auch dazu möchte ich gerne einladen, dass ihr zahlreich kommt. Es wird aber sehr sicher auch einen Livestream geben, wenn ich das
noch richtig in Erinnerung habe. Also wer nicht kann körperlich da sein, darf natürlich gerne per Livestream da sein, weil wichtige Informationen weitergegeben werden. Nächste Woche Sonntag, 9.30 Uhr, gemeinsames Beten, 10 Uhr, die Mahlfeier und um 11 Uhr wird Bernd Kortmann da sein und uns mit dem Wort dienen. Des Weiteren möchte ich nochmal ganz herzlich darauf hinweisen, dass der 5. Juni gar nicht mehr so weit weg ist. Kaffee kostbar. Für alle diejenigen, die, oder wir kennen es alle, jeder hat so eine Situation, hat vielleicht einen Nachbarn, jemanden, den er kennt, mit dem er schon immer mal so richtig schön ins Gespräch kommen möchte. Aber auf der Straße ist es nicht so einfach, weil man doch immer viel zu tun hat, schnell weiter muss. Das Kaffee kostbar kann so eine Situation bieten. Viele trinken gerne Kaffee, viele essen gerne Kuchen. Und das Kaffee kostbar wird eben diese Möglichkeit auch dafür gerne bieten. Wenn ihr jemanden habt, mit dem ihr sprechen wollt, egal aus dem Dorf, aus der Verwandtschaft, aus dem Freundeskreis und ihr sucht eine Location dafür, dafür wird das Kaffee kostbar definitiv auch vorhanden sein. Was dafür auf jeden Fall noch gebraucht wird, sehen wir auf der nächsten Folie, sind Helfer. Auf der einen Seite die Helfer, die vor Ort sind und die ganze Abwicklung unterstützen, aber auf der anderen Seite auch die Kuchenbäcker, die leckeren Sachen zaubern, die man dann verzehren darf. Ihr dürft euch gerne über Church Tools melden oder auch bei der Katrin Mühl, die dafür verantwortlich sein wird. Ich darf euch auch einladen zum Spenden. Wie immer, wer das gerne über das Bankkonto tun möchte, sieht die dazugehörigen Informationen an der Wand, aber auch gerne beim Ausgang in unsere graue Kiste. Dort wird es auch die Möglichkeit geben, was einzuwerfen. Des Weiteren darf ich jetzt nochmal einladen, dass wir aufstehen, dass wir beten, dass wir unserem Herrn danken für diesen Tag und ihn auch um seinen Segen für die kommende Woche bitten. Ja, himmlischer Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen jetzt, dass wir am Ende dieser Stunde angekommen sind. Ich möchte dir Danke sagen für all das Gehörte, all das, was wir mitnehmen dürfen. Danke sagen für die Gemeinschaft, die wir hier zusammen hatten, aber die wir auch noch haben dürfen. Denn der Tag ist noch nicht zu Ende, die Zeit hier in der Gemeinde ist noch nicht zu Ende. Wir dürfen uns gleich freuen, gemeinsam uns zu unterhalten, Kaffee zu trinken, ja, und die Zeit zu genießen. Danke, dass du dieses Haus gesegnet hast, dass du die Menschen gesegnet hast, die es gebaut haben und dass du auch die Menschen in diesem Haus segnen möchtest. Danke, dass wir sie dir anbefehlen dürfen für die kommende Woche, dass wir uns dir anbefehlen dürfen für all die Momente, die kommen werden, wo wir vielleicht in Anfechtung sind, wo wir uns auf dich verlassen müssen. Und so wie wir es heute gehört haben, wir dürfen gebetsbereit sein, um ja, erst zum Thron zu kommen, bevor wir vielleicht mit Freunden über unsere Probleme sprechen. Denn du willst uns helfen. Es ist dir nichts ferner, als dass es uns gut geht. Deswegen willst du uns helfen, als dass es uns schlecht geht. Deswegen willst du uns helfen, dass es uns gut geht. Ich möchte dir danken nochmal für die Jungschaft, für das Team, das so tatkräftig sich um unsere Kinder kümmert. 26 Kinder, was für ein Segen, den wir haben dürfen. Ich möchte dir danken für jeden Einzelnen, der sich in Gemeinde investiert, weil er weiß, dass darauf Segen liegt. Ich möchte dich jetzt bitten, dass du auch am heutigen Tage noch mit uns bist. Danke für dieses schöne Wetter, dass wir uns ja einfach jetzt freuen dürfen an deiner Schöpfung und an deiner ja, großen Welt, die du geschaffen hast für uns. Amen. Herzliche Einladung. Es gibt Kaffee, so wie wir es eigentlich von früher aus kennen. Und ihr dürft gerne noch bleiben und Gespräche haben miteinander. Jedem, der schon gehen muss und darf, dem wünsche ich eine gute Heimreise und einen wunderschönen Sonntag und eine gesegnete Woche. Auf Wiedersehen.